Ich reagiere heute auf. Ich. Die einen oder anderen werden sich wahrscheinlich denken, Junge, kannst du kein Deutsch, das war kein deutscher Satz. Aber der Kanal heißt tatsächlich ich. Und auf dieses Video werden wir reagieren. Ich war 7 Jahre lang auf Still F. Hi, ich bin der Marcel, ich mache hier ein Video. So, und es ist natürlich auch ein ernstes Thema. Ich packe mich wieder am Riemen. YouTube-Video für den Kanal ich, natürlich mit meiner Genehmigung dafür. Und ich würde euch gerne ein bisschen was über meinen Karriere erzählen. Und zwar, bei mir hat alles angefangen, ich bin gebürtig aus Sachsen, war 7 Jahre lang auf. Das heißt, ihr müsst euch auch überlegen, das sind nicht so eine kleine Sache, ne? Das sind wirklich, die sind wirklich hart. Man sieht auch schon an seinem Gesicht, er hat diese ganzen aufgeplatzten Entzündungen und seine Zähne sind komplett am Flöten, Digga. Ich schwör's dir, da hilft auch keine Zahnbürste mehr, weil die Zähne gehen durch sowas richtig schnell kaputt. Hab dadurch halt meine Schule extremst verkackt, meine Eltern angefangen zu beklauen. Deswegen sage ich ja immer, nehmt euch an solchen Sachen ein Beispiel. Ich persönlich mache es selber auch, weil solche Leute sind dementsprechend auch eine Abschreckung. Versteht ihr, wie ich meine? Weil du siehst, wo das Ganze enden kann, wenn du einfach mal probierst. Es gibt ja die ein oder anderen Kollegen, die sagen, ach komm, probier mal hier, probier mal das, probier mal das. Und wenn du das dann probierst, denkst du dir, okay, du hast es nur einmal gemacht, aber bei solchen bleibst du wirklich drauf hängen. Ich merke schon, ich hab schon in diesem Herzen, da kommt gerade diese Push-Up-Benachrichtigung hoch, der Poet ist heute wieder weg. Mehrere Jahre Haft dafür auch bekommen, Beschaffungskriminalität in Sachsen. Dann 2008, weil ich halt von da einfach weg wollte, komme ich natürlich nach Frankfurt und da ging die Scheiße richtig los. Da war die Kacke richtig am Dampfen. Mit Heroin, mit Crack und halt auf der Straße obdachlos, ne? Guck mal, ich habe nur einmal mitbekommen gehabt, bei ist das so, es gibt da quasi den goldenen Schuss oder die goldene Spritze. Das ist die erste Spritze, die du machst. Davor hast du keinen Kontakt mit der gehabt. Du spritzt dir das Zeug und die erste Spritze ist die goldene Spritze, weil du da das krasseste Gefühl hast. Du bist der heftigste. Du hast so ein Glücksgefühl und das macht dich schon direkt abhängig. Das heißt, bei der zweiten Spritze, bei der dritten Spritze, bei der vierten Spritze ist das gar nicht mehr so krass. Es ist halt wirklich nur der goldene Schuss, der dich dann in den Teufelskreis zieht. Also der Shaitan zieht dich an, der flüstert dir ins Ohr. Bruder, jetzt komm auf meine Seite. Hier ist schön warm, vielleicht auch zu heiß. Aber komm. Den ganzen Tag am Betteln. Den ganzen Tag an Pfand sammeln, um irgendwie an den nächsten Schuss ranzukommen. Und das ist einfach nicht mehr schön, ja. Am Anfang hat alles Spaß gemacht, ja. Das meine ich. Das hat alles verlockt. Oder hat einen verlockt. Hä? Lock? Fuck? Lock? Lockdown? War ein geiles Gefühl. Man hat sich gut gefühlt. Mittlerweile geht es nur noch darum, irgendwie zu existieren. Das meine ich. Überleg mal. Ihr nehmt das Zeug nach dem 3., 4., 5., nach dem 10., 20. Mal. Ist das schon so, dass dein Körper sich daran gewöhnt? Das heißt, wenn du es nicht nimmst, bist du voll am Abkacken. Du zitterst. Du hast schlechte Laune. Du bist aggressiv. Du brauchst das Ding, um irgendwie runterzukommen. Das heißt, dein Körper hat sich daran gewöhnt. Man munkelt, ich habe beim Job in der Ausbildung gemacht. Kann das sein? Das ist nicht der Sinn des Lebens. Auf keinen Fall. Ich kann jeden, wirklich nur jeden empfehlen, der denkt, oh cool, das will ich mal probieren. Oder das fängt immer mit normalen Sachen an und es endet in einer Katastrophe. Zu 99% endet es immer in einer Katastrophe. Deswegen, falls du dir jetzt gerade einen drehst, werf ihn aus dem Fenster. Glaub mir, das ist es nicht wert. Überhaupt nicht. Wir haben jetzt fast Winter, ja. Ich sitze hier draußen mit einem dünnen Pullover. Und einer Zigarette in der Hand. Dünne Jacke, friere, weil ich halt kein Dach über dem Kopf habe. Von Suppen bis Oder ich habe eben gegessen. Ich will jetzt nicht noch eine Werbung mit Essen haben, Digga. Und so sieht das sowieso nicht aus, wenn es kommt. Wenn es kommt, denkst du, du hast was ganz anderes bestellt. Und für was? Für gar nichts. Für gar nichts. Nur, dass der Dealer wieder ein paar Euro an mir verdient hat, ja. Und ich mir irgendwelche, keine Ahnung, was ich mir überhaupt in die Venen spritze. Ist es Heroin? Ist es irgendwie das geschreckte Zeug? Das weißt du natürlich auch nicht. Das wäre auch meiner Meinung nach irgendwie die größte Abschreckung. Mal angenommen, du bist abhängig, musst dir den Stoff besorgen. Man kann den Leuten ja gar nicht draußen trauen. Am Ende streckt er das mit Haarspray, mit was weiß ich, was er damit alles streckt. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass er dir die Wahrheit sagt und sagt, ja, das ist rein, das ist nicht gestreckt. Du weißt nicht, was die Leute da reinballern. Das ist nicht der Sinn des Lebens, ja. Der Sinn des Lebens ist, kann ich euch zeigen, geil, dass hier bloß wieder fließend funktioniert. Du fliegst gleich in die Wand, Junge. Das meine ich. Der Sinn des Lebens ist es, Dannyson und Reactson zu abonnieren. Ganz wichtig. Ja, jetzt geht die Maus oder was, ne? Bei Werbung geht die Maus auf einmal nicht, du 35 Jahre und ich habe bis jetzt in meinem Leben nichts erreicht, gar nichts. Außer Knast, Drogen, Knast, Drogen, Drogen, Knast. Ich habe keine Familie mehr, ich habe alle. Deswegen finde ich es eigentlich auch immer so gut, darauf zu reagieren, weil das ist erstens interessant. Jemand reflektiert sich selber, zeigt dir einen kleinen Einblick von seinem Leben und gibt auch den Leuten irgendwie was mit. Es sollte für jeden Abschreckung sein. Deswegen, wenn da jetzt gerade ein bisschen Pulver auf dem Tisch liegt, ja komm, zieh weg, aber nicht nochmal. Spaß. Jetzt Hand aufs Herz, ohne Spaß, ne? Versucht euch einfach, wie heißt denn der Typ? Thomas, glaube ich. Thomas als Beispiel zu nehmen oder als Abschreckung zu nehmen, was du mit einem machen können. Es gibt so viele schöne Sachen auf der Welt, Digga. Es gibt so, ich kenne ein paar Kanäle auf YouTube, Dannyson, Reactson. Der ist so ein Hammer-Typen, Digga. Das müssen doch Glücksgefühle genug sein. Es ist einfach, wie gesagt, nicht wert. Und man sagt ja immer, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, würde man einiges anders machen oder vieles anders machen. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob das beim Süchtigen auch so ist. Würde er es anders machen? Würde ich es anders machen? Das Problem ist,
am Anfang haben mir immer Spaß gemacht, schon immer Spaß gemacht, ja. Bloß Heroin ist halt der Teufel im Detail, ne? Da hast du nicht mehr die Droge im Griff, sondern die Droge hat dich einfach im Griff. Ja, das ist krass. Ich finde solche Geschichten übertrieben interessant. Ich befasse mich damit jetzt nicht, dass ich sage, ey, ich gucke mir jeden Tag Videos dazu an. Aber ich sag mal so, ich respektiere die ganzen Sachen. Auch so, ich muss jetzt extra umschreiben, Schnee und so. Ich habe Respekt vor solchen Sachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sowas durch die Nase zieht. Ich respektiere solche Sachen. Ich lasse meine Finger davon. Okay, da klebt noch was. Und respektiere die ganzen Sachen. Und es ist auch mal besser, wenn man eine Sache respektiert und sich denkt, ey, ich will es nicht erst ausprobieren. Versteht ihr, wie ich meine? Und wenn das der Fall ist, dann kannst du nur noch hoffen und beten, dass du schnellstmöglich entweder in den Knast kommst, zum Entzug oder auf Entzug gehst. Oder das Ding ist, deutsche Gefängnisse sind zu anderen Gefängnissen nochmal echt ein Pups. Also Gefängnis ist, ich sage euch ehrlich, ich war noch nicht im Gefängnis, aber ich kann mir vorstellen, Gefängnis ist übertrieben langweilig. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das heißt, wenn du mich jetzt in einen Raum steckst, wo nichts ist, alles weiß ist, ich würde es nicht länger als eine Stunde aushalten, weil ich mir denken würde, Digga, das ist mir zu langweilig, ich brauche ein bisschen Action, die ist das. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt von thailändischen Knästen. Glaub mir, die sind hart. Da kriegst du auch einen richtigen Haftschaden. Aber so ein deutscher Knast, Bruder, du hast gefühlt eine PS4, du hast Monitor, musst du extra zahlen, du kannst dir einen Fernseher noch dazu holen, du arbeitest dort, du machst was, versteht ihr, wie ich meine? Also das Stärkste, was es so gibt hier in Frankfurt auf der Straße, hat so maximal 8%. 8%, ja. Ich mache mir einen Druck morgens, damit ich wirklich überhaupt aufstehen kann. Ich hab kein Hören mehr, gar nichts. Nur, dass ich wirklich funktioniere. Das ist der letzte Dreck, das ist einfach nur noch Dreck. Das Umfeld ist auch nicht passend, versteht ihr, ich meine? Du musst dir vorstellen, wenn du nur mit Leuten hängst, die nehmen und auch genauso abgestürzt sind wie du, dann kommst du da schwer raus. Du musst dich wirklich mit Leuten anfreunden, die Perspektive haben, damit du zu denen hochschauen kannst. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen chill ich ja zurzeit auch nur noch mit Milliardären, damit ich hochschauen kann. Ich würde ihm auf jeden Fall aus diesem Herz wünschen, dass er so ein Entzugsklinikum besucht und da wirklich auf Entzug geht und dann auch das Problem in den Griff bekommt. Aber es ist halt übertrieben schwierig. Ihr müsst euch vorstellen, in Hamburg haben wir den Drop-In. Und der Drop-In ist, warte, ich zeige euch das. Ich werfe jetzt dieses Männchen hier in den Drop-In. Das hier ist der Hauptbahnhof, der Hamburger Hauptbahnhof. Hier ist Saturn. Und dann geht man die Straße hier runter, an der Kreuzung. Geht weiter runter. Boah, viel Verkehr gewesen, ne? Das bin ich in einem Bild beschrieben. Ampel ist orange und ich ziehe noch mit dem letzten Gaspedal runter, um die Ampel zu bekommen. Hier ist quasi eine Riesenwiese, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, man denkt, okay, das ist einfach nur eine normale Wiese, ein kleiner Park oder sonst was. Aber glaubt mir, ihr seht die Menschen da hinten, ne? Das ist nicht für ein Musikvideo. Das sind wirklich, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr da tagsüber, nachts, egal zu welcher Uhrzeit vorbeigeht, da ist immer was los. Überall voll, hier sind halt alles, das sind alles Drogenabhängige. Die sind komplett abhängig. Und das ist der, das Bild wurde wahrscheinlich 1941 geschossen. Da war noch nicht so viel los. Jetzt ist ja übertrieben viel los. Es geht halt auch nicht so einfach, ne, weil mit einem klaren Kopf auf der Straße leben, betteln mit einem klaren Kopf oder einen kalten Entzug machen auf der Straße. Es geht nicht. Es geht nicht. Es ist wirklich nicht machbar, ja. Klar, es gibt genug Hilfsangebote, auch hier in Frankfurt, ja. Ja, aber ich habe ja 20 Stück, weißt du? Ach so, ich dachte, das war auf ihn bezogen. Mit den ganzen Hilfseinrichtungen, die dir auch helfen. Bei uns Drogensüchtigen ist es halt einfach so, morgen ist ein Termin. Ja, okay, ja, ich gehe hin. Ja, das habe ich bei einem Video auch gemerkt. Da haben wir einer Abhängigen, ich weiß nicht, wie das da zustande gekommen ist mit dem Video, auf jeden Fall. Da war eine Frau, die war abhängig und die wollte uns quasi einen Einblick zeigen, wie das abläuft, wie ihr Tag komplett abläuft von morgens bis abends, ne? Als Dankeschön dachte ich mir, okay, gebe ich ihr einfach ein bisschen Geld, ne? Habe ich ihr das Geld gegeben und sie meinte, ich komme gleich wieder. Ich muss mir nur kurz was besorgen und das können wir dann auch ins Video mit einblenden. So, ne? Okay, ich denke mir, okay, ich sag auch noch zu ihr, Digga, du kommst aber gleich wieder, ne? Weil sie wollte uns so ein bisschen zeigen, was sie da mitgebracht hat und so. Und dann meinte sie, ja, ja, ich komme. Wir haben hier gewartet, sind langsam da lang gegangen und haben dann von hier beobachten können, wie sie da Richtung Drop-In geht. Dann haben wir aber ein bisschen geredet und haben einfach gar nicht mehr mitbekommen, wo sie war. Also wir haben sie aus den Augen verloren. Sie meinte, ich bin dann wieder in 5 Minuten da, spätestens 5 Minuten. Ungelogen, wir haben 40 Minuten gewartet. Die hat uns geflaxt. Wie gesagt, ich will gar nicht wissen, was ich mir schon alles injiziert habe. Ich will es gar nicht wissen. Digga, überleg mal, du weißt bis heute immer noch nicht, was du dir alles reingeballert hast. Das ist hart. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr irgendwelchen Leuten auf der Straße helfen wollt, geht mit denen zusammen zum Bäcker, holt denen was zu essen. Weil wenn ihr den Personen Geld in die Hand gebt, die Hälfte davon hat irgendwelche Organisationen, ich werde jetzt extra das Wort nicht sagen, weil ihr wisst, YouTube, die das Geld bekommen und die Leute betteln schicken. Oder die andere Partei kauft sich damit einfach Drogen. Und wenn er sich annimmt, dann hat er selber Schuld, Digga. Weil das Essen wird frisch vor seinen Augen zubereitet. Wenn er sagt, nee, ich ekel mich vor sowas, dann hat er selber Schuld. Wie gesagt, am Anfang hat es halt echt Spaß gemacht. So. Jede Droge, wirklich jede, hat wirklich immer einfach Spaß gemacht. Darum habe ich es gemacht, ja. Aber es hat es halt einfach geschafft, mich in den Griff zu kriegen. Deswegen, ich kann nur sagen, nehmt solche Sachen auf jeden Fall ernst. Lasst eure Finger davon, weil ihr könnt auch so glücklich sein, ohne dass ihr irgendwelche Substanzen in euch trägt. Weil durch das Steinrauchen abends, du kannst nicht schlafen, also Tiff
ich halt noch dazu, dass ich halt überhaupt schlafen gehen kann. Nehme teilweise halt Benzos, also Rivotril etc. Ja. Oder Benzos kenne ich nur von Elias. Das Lied Benzo. Mehr kenne ich aber auch nicht. Das ist einfach ein komplett behinderter Kreislauf hier. Dieses ganze System hier, alles gut und schön mit Druckräumen und so. Aber ist das die wahre Hilfe? Ich glaube nicht, dass das die wahre einzige Hilfe ist. Ich will nichts Falsches irgendwie sagen, ja, aber manchmal denke ich mir echt, am besten wäre jetzt einfach umzufallen. Und alles hinter sich zu haben. Es ist kein Leben. Ich habe keine Freunde. Ich habe keine Freundin. Wohnung natürlich sowieso nicht. Job gleich gar nicht. Ich gehe wirklich von morgens 8 Uhr bis. Das Ding ist, mich würde interessieren, wie es dazu gekommen ist. Weil von heute auf morgen zu sagen, ey, ich will alles verlieren, das macht kein Mensch. Deswegen frage ich mich immer, was ist den Leuten widerfahren, dass sie so leben, wie sie jetzt leben? Nachts 1, 2 Uhr renne ich durch Frankfurt und du betteln. Aber nicht, um zu sagen, ey, komm, ich kaufe mir morgen ein paar neue Schuhe oder eine neue Jacke. Nee, es geht alles da rein, alles rein. Und für was? Für wirklich für nichts. Das ist kein Turn mehr, das ist kein Feeling mehr, gar nichts. Es geht wirklich nur noch darum zu funktionieren. Das Ding ist, ihr müsst auch immer im Hinterkopf behalten, dass so Leute, ich weiß jetzt nicht, wie alt der ist, aber vor ein paar Jahren, bevor das alles mit den losging, der hat noch ein ganz normales Leben geführt. Er hat wahrscheinlich nicht mal daran gedacht, irgendwann da zu sein, wo er jetzt gerade ist. Versteht ihr? Ich meine, deswegen nehmt solche Sachen ernst. Macht euch nicht darüber lustig, weil es kann jeden treffen. Wenn ihr einmal in diesen scheiß Rhythmus reinkommt, dann ist vorbei. Wenn irgendein Kollege euch anbietet, ey, nimm mal ein bisschen hier Zimmer oder hier spritz mal, dann hau ihn einfach eine Wumme. Das ist halt einfach dumm. Das Problem ist bei ihm halt einfach, er weiß, dass er einen miesen Fehler gemacht hat. Er bereut es auch. Er lässt es selber nicht zu, beziehungsweise der Körper hat sich schon so an diese gewöhnt, dass der Körper einfach nicht mehr zulässt, damit aufzuhören. Versteht ihr? Ich meine, der ist wirklich auf Ernst in der Sackgasse. Aber ihr müsst euch vorstellen, nicht Sackgasse, wo du wieder wenden kannst, sondern Sackgasse, wo nochmal Dings, Straßensperre ist. Das tut mir todesleid, weil du weißt nicht, was den Leuten passiert ist. Bei mir ist das Ding auch, wenn ich jetzt zurück nach Sachsen gehen würde, ich bin... Guck mal, wenn er jetzt sagt, er hat damit angefangen, weil er Bock drauf hatte, er hatte Spaß, er wollte nehmen, was weiß ich, dann muss ich sagen, ey, keiner hat gesagt, nimm die harten Sachen. Versteht ihr, ich meine? Du musst ja eigentlich schon über andere Leute wissen, dass solche Sachen wirklich sehr gefährlich sind und man sehr schnell abhängig wird. Und wenn du dann sagst, nee, ich hab Bock drauf, ich will es und dann da reingerätst, dann muss ich sagen, ist die Schuld auch irgendwie bei dir, ne? Ich bin da ganz offen und ehrlich, ich weiß, ich würde direkt wieder mit anfangen. Weil ich bin halt auch so ein Mensch, ich liebe. Also ich nicht lieben, aber... Ja, okay, ja, dann ist es seine Schuld jetzt. Hand aufs Herz, also was heißt gerechtfertigt? Ich gönne es keinem so, ne? Aber man sollte sich am Ende des Tages nicht wundern, warum man genau da ist, wenn man mit dem Argument kommt, ich liebe... Warum? Ich mag sie, ich mag... Ja. Was ich jetzt erwartet habe, ist sowas wie, ich habe meinen Job verloren, meine Frau wurde überfahren, ich habe meine Mutter noch verloren, alles an einem Tag, so richtig krasse Schicksalsschläge, wo man sich dann denkt, ey, der ist wirklich in ein Loch gefallen, der konnte nicht mehr, der wusste nicht mehr, wie man reden soll und hat es dann aus Hass genommen. Ich bin dafür nicht, ich bin zu schwach dafür, wirklich zu sagen, ey, komm, jetzt hör auf, Mann, ey, scheiß drauf, Ende. Man kann ja auch nicht sagen, der muss einmal auf den Kopf fallen, um daraus zu lernen. Man sagt ja, wenn irgendwas passiert, du musst aus deinen Fehlern lernen, aber wie soll man ihm das noch krasser vor Augen werfen, als ihn schon auf die Straße zu setzen, weißt du, ich meine? Was soll noch Schlimmeres passieren, damit er lernt, dass er was Falsches macht? Tod? Dann ist er tot. Dann kann er nicht draus lernen. Das ist halt echt alles ein bisschen... Ich reg mich ja sowieso schon drüber auf, dass es überhaupt sowas wie Alkohol, Zigaretten gibt. Wären diese Sachen nicht da, ich sag euch ehrlich, wie es ist, die Kriminalität wäre nicht komplett gerettet. So ist es nicht, ne? Weil bei Kriminalität geht es ja auch oft darum, um Geld. Aber wenn die Sachen nicht wären, dann hätten wir auf jeden Fall mehrere Prozente, die runtergehen würden von der Kriminalität. Habe ich irgendwie eine Statistik im Kopf, Digga? Auch hier so mittlerweile, was hier an Gewalt läuft, jeden Tag, ja. Werden wirklich Leute mit Flaschen angestochen, wegen 2, 3 Euro. Oder um den Leuten die Pumpe zu klauen, um sich einen Druck zu machen. Weil jeder von uns, der auf der Straße ist und auf Druck ist, hat jeden Tag seinen Kampf. An Geld zu kommen für Material. Ich habe eigentlich alles durch, so an Drogen. Also von LSD über THC, über Amphetamin, halt Christen. Das hat mich wirklich einfach gefickt. Genauso auch das Crack. Genauso auch das Crack. Ich brauch's nicht schönreden, brauche ich nicht. Du gehst hier hin, holst dir einen Stein, einen Zug, du rauchst den, du hast keine 2 Minuten, hast du einen Türen. Und dann stehst du da und du bist gierig, weil, boah. War halt geil, nicht mal diese 2 Minuten so halt gucken. Und was machst du? Du rennst wieder los, wieder Geld beschaffen. Und das läuft den ganzen Tag, nur den ganzen Tag Geld. Ich sehe das ja selber auch in Hamburg am Hauptbahnhof, wie die alle so rumlaufen. Und so renne ich rum, wenn ich irgendwie gesehen habe, ich habe irgendwas verloren, einen Schlüssel verloren auf der Straße, dann suche ich so mit der Taschenlampe. Aber die suchen wirklich tagtäglich so auf dem Boden. Das ist krass. Ich wünsche es mir auch, dass es bei mir selber mal hier oben hoffentlich bald Klick macht, dass ich
mich hier verpisse. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Weiß auch nicht, wer den Kanal betreibt. Ich habe seine Stimme nicht einmal gehört, aber ich hoffe natürlich, dass die Person, die hinter der Kamera ist, ihm dann irgendwie auch nachträglich irgendwie hilft. Weil ich würde es mir auf jeden Fall gönnen, dass er da nicht irgendwie versinkt in diesem Loch. Wie ich es halt gerade gesagt habe, es muss bei mir selber Klick machen. Und solange wie das nicht der Fall ist, da können Leute kommen und mit mir reden, oh, geh auf Therapie. Es bringt nichts, wenn ich nicht bereit bin, was zu ändern. Da muss mal langsam der Moment kommen, dass du selber sagst, ey, du willst hier raus. Weil wie oft willst du noch auf den Boden fallen und um die Krone zu richten, Junge? Das war das Video. War auf jeden Fall auch wieder ein interessantes Video. Ich hoffe, die einen oder anderen sind jetzt abgeschreckt und nehmen sich das wirklich als Beispiel und sagen, ey, ich lasse die Finger komplett davon. Weil, sonst komme ich ungefähr so zu euch nach Hause und schneide euch die Finger ab.